Lektion 284. Ich kann beschließen, alle verletzenden Gedanken zu verändern. Das ist die Wahrheit, die zuerst nur gesagt, dann viele Male wiederholt wird, um als nächstes mit vielen Vorbehalten nur zum Teil als wahr akzeptiert zu werden. Dann aber wird sie immer ernstlich erwogen und schließlich als die Wahrheit angenommen werden. Ich kann beschließen, alle verletzenden Gedanken zu verändern. Und dieser Prozess, der hier beschrieben wird, in dem wir uns befinden, wirklich zu erfahren, für Momente in Vergebung, im heiligen Augenblick, im Nichtrecht haben. Hey, wow, da ist wirklich Licht, da ist wirklich Freiheit in meinem Geist, da ist wirklich bedingungslose Liebe und, was sich immer mehr erweitert. Aber alles, was mich hier verletzt, was mir wehtut, was mich aufregt oder, all das ist ein alter, vergangener Gedanke. Eine Identifikation mit der Vergangenheit, die in Vergebung einfach erlöst, als veränderlich, als Illusion erkannt werden will. Und dass es wirklich so ist und wir in der Liebe Gottes sind und in dem unser wahres Denken wirklich ist und liegt und dass das unsere größte Freude ist, in dem zu denken, morgens in Gott zu erwachen, in dem Denken, hey wow, wir sind alle unschuldig, danke, danke, dass ich vergeben darf, danke, dass es möglich ist, hier wirklich in diesem Traum zu erwachen. Danke, dass es möglich ist, mehr und mehr das Licht in jedem zu sehen. Danke, dass es die größte Freude ist, meine Wahrnehmung in wahre Wahrnehmung übersetzen, korrigieren zu lassen, im Heiligen Geist. Und ich kann beschließen, alle verletzenden Gedanken zu verändern. Ich kann meine Bereitschaft erhöhen und immer mehr in dem sein, wirklich zu sagen, hier, ich will mit dir denken, Gott, ich will nicht mehr in die Trennung investieren. Ich will nicht mehr dem Ego der Vergangenheit glauben, dass jetzt gegenwärtig Vergebung unmöglich ist. Und wirklich zu erfahren, was es für ein Geschenk ist. Was es nur das alte Denken in meinem Geist ist. Vater, was du gegeben hast, kann nicht verletzen. So müssen Gram und Schmerz unmöglich sein. Lass mich heute nicht darin versagen, dir zu vertrauen und nur das Freudige als deine Gaben, nur das Freudige als die Wahrheit anzunehmen. Und während in dem zu sein und mir bewusst zu machen, wir sitzen alle in einem Denksystem fest, scheinbar hier die meisten, meinem Geist, meine Leinwand, in dem, unter dem wir leiden, weil wir uns damit identifizieren, weil wir da den Schutz drauf haben, auf Gedanken, die die Vergangenheit bestätigen wollen. Und in dem ist Vergebung möglich. Und Vergebung ist immer wieder das, dass die alten Gedanken erlöst werden.
von Schuld, von Sünde, von Scham, von Verstecken müssen. Nach wie vor war Scham ja laut Bibelbeschreibung das erste Gefühl mit und nun, sie dachten, sie hätten sich getrennt, sie wären raus aus dem Paradies, aus dem Einssein und sie schämten sich. Und wir müssen uns für nichts schämen, weil wir Kinder Gottes sind, die in ihrem Denken einem Missverständnis unterliegen, der Idee der Trennung, die niemals wirklich stattgefunden hat. Ich kann beschließen, alle verletzenden Gedanken zu verändern. Heiliger Geist, ich will die Gedanken mit dir denken. Ich will nicht mehr dem Wahnsinn der Angst in mir Glauben schenken, in meinen Gedanken. Ich bin bereit, heute mit dir zu denken und erfahren, dass alles, was Illusion ist, hier sich verändert. Und daran sind Illusionen, daran kann ich sie erkennen, alles, was veränderlich ist. Und ich kann hier nichts halten, weil wir sind, weil wir uns daran erinnern, dass wir gegenwärtig, vollständig, vollkommen in Gott sind. Und dahingehend sind meine Gedanken, die ich mit Gott denke. Und dahin führt mich Vergebung in meinem Geist, mit dem Heiligen Geist, wenn ich bereit bin, nicht mehr Recht zu haben und die Gedanken auch nicht verstecke, die ich vielleicht mit Schmerz und Ärger sind, sondern wirklich mir mit dem Heiligen Geist die betrachte, hier, das glaube ich. Darin setze ich meinen Glauben, dass das wirklich geschehen ist, dass ich wirklich so bin, dass andere wirklich so sind. Und in dem wird alles mehr und mehr erlöst. Ich kann beschließen, alle verletzenden Gedanken zu verändern. Danke, danke dafür, danke, danke, dass wir uns alle haben und dass wir in dem uns wirklich die Hand reichen und uns miteinander erinnern, wer wir wirklich sind.